Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 2, unserem kleinen, aber feinen Let's Play mit den nordischen Iren. Momentan noch Iren. Ich werde wirklich, sobald ich kann, das Ganze zu Schottland ändern. Allerdings haben wir im letzten Part unser Reich wirklich sehr stark ausgedehnt. Irland erstmal hinter uns gelassen, das lassen wir dann unserem Nachfolger. Haben Krieg mit Jorvik geführt, momentan unser stärkster Vasall. Allerdings hoffe ich mal, sobald er stirbt, dass er sein ganzes Zeug unter seinen Nachkommen aufteilen wird. Wir können ihn leider nicht ermorden, da wir dazu eine viel zu geringe Chance haben. Allerdings wollte ich gerade mal ganz kurz gucken, ob jetzt unsere Republik eigentlich endlich mal... Natürlich haben sie es immer noch nicht fertig gebracht, einen Handelsposten zu bauen. Ziemlich schade. Und jetzt wollte ich überlegen, was wir als nächstes erobern. Ich denke mal, wir werden uns jetzt endlich mal Galloway holen. Ach ja, und wir können unser Gefolge ausbauen und hauen uns da erstmal noch was rein. Und dazu heben wir dann nochmal unsere eigenen Truppen aus, denn sonst könnte das Ganze ein bisschen knapp werden. So, beziehungsweise eigentlich sieht das momentan ziemlich... Oh, Kampf ist der beste Ausbilder. König Ivar, der Glück hat los, ist ein kompetenter Befehlshaber geworden. Sehr schön. Wir haben uns nochmal zum brillanten Strategen aufgearbeitet. Das ist perfekt. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, Schottland hat wirklich dieses wundervolle Talent, immer einen Vasallen zu haben, der viel stärker ist als der Herrscher an sich. Im 1066er Staat ist das der Herzog von Lothian, in diesem Staat ist es der Herzog von Moray. Ach, Schottland. Mann, was machst du denn für eine Scheiße? Jorvik führt immer noch Kriege. Ja. Jorvik würde Jylland immer noch erobern. Alter Schwede, das wäre zu heftig. Scheiße, scheiße, scheiße. Kannst du echt nicht sterben? Nein, deine Leute lieben dich alle. Ist ja traurig. Naja, wenn er nur eine Unabhängigkeitsfraktion gründet, ist alles in Ordnung. Dann gewähren wir ihm die Unabhängigkeiten und erobern ihn danach wieder. So. Sehr gut. Fast geschafft. Ach nee, warte mal. Jylland schafft es ja. Jylland schafft es ja. Oh, Bischof Julian, ein Prediger am Dienste von König Lothair von Lothringen. König Lothair von Lothringen. Auch sehr schön. Ist in Sündia angekommen, um die Gesänge ihrer fremden Religion zu verbreiten. Er hält nur wenig von unserem Glauben, den er als Sünde betrachtet. Und erzählt uns in vielen Details von Schreck und Leid, die im Nachleben erfahren werden, wenn wir unsere Wege nicht ändern. Ja, das ist eines dieser Events, das halt ziemlich oft als unreformierter Heide hast. Man kann sich halt entscheiden, ob man ihn im Land behält. Dann konvertiert er halt ziemlich viele zum Christentum. Oder man kann den Herrn einkerkern und wieder freikaufen lassen. Wenn man ein bisschen Glück hat, kriegt man sogar einen Prinzbischof, also einen Bischof im Range eines Herzogs, habe ich schon mal geschafft. Dann kriegt man dafür mal eben 200 Gold kostenlos. Ist eine sehr nette Geldquelle, diese Katholiken. Ich mag's. Aber wir sollten langsam echt noch was konvertieren, aber das will einfach nicht. Ich schick dich mal woanders hin. Sehr gut. Galloway ist damit unser... Und wir lösen natürlich wieder unsere Truppen auf hier. Geben die ganzen Herzogtümer weiter und holen uns nochmal ein paar heilige Männer an den Hof. Ach, wann können wir jetzt ein Blut abhalten? März. Ach, zwischen November und März, okay. Ja, und wenn wir im Frieden sind, sind wir leider nicht. Ziemlich schade, das heißt, wir werden eine ganze Weile kein Blut mehr halten können. So, Galloway ist damit vergeben. Greifen wir doch als nächstes den König von Schottland an, und zwar um Sethwin.
Dann verbinden wir nämlich unsere Gebiete hier im Westen mit unseren restlichen Gebieten. So. Die schottischen Armeen versuchen die ganze Zeit, uns hier irgendwie zu übertölpeln, aber zum Glück schaffen sie es nicht. Die haben aber schon im Vergleich zu vorher sehr viele Truppen. Also vorher hatten sie irgendwie 500 Mann oder sowas. Jetzt haben sie schon mehrere tausend. Also fast 2000 Mann, so wie es aussah. Ein Glück, dass wir uns hier schön durchfressen. Durchgefressen haben. Wenn man den Schotten Zeit zur... Ja, sehr schön. Schwere Infanterie verbessert. Wenn man diesen Schotten Zeit lässt, sich da irgendwie vorzubereiten, dann kann das schon ganz schön böse enden für uns. Aber zum Glück... hat sich immer noch kein Handelsposten gegründet. Leute! Ja, wundervoll. Ups, was haben wir hier? Ein Kind fehlt ein Vormund. Ja. Lass dich ausbilden, soll irgendein random Dude machen, du bist mir scheißegal. Ich. Meistens ist es so, dass ich wirklich die einzigen Leute, die ich ausbilde, also wo ich wirklich das Vorbild aussuche, das die ganzen ausbildet, ist dann wirklich meistens mein Nachfolger und mein zweitgeborenes Kind. Mein Nachfolger könnte ja sterben, deswegen möchte ich wenigstens einen guten Nachfolger und einen guten, eventuellen Nachfolger haben. Die bilde ich dann halt höchstpersönlich aus, dann kriegt man die ganzen Events, wo man die ganzen Eigenschaften und sowas meistens noch selbst beeinflussen kann. Das ist besser, als es irgendwelche anderen zu machen. Aus irgendeinem Grund erziehen die nicht in meinem Sinne. Ah, und ich sehe hier gerade eine wundervolle Möglichkeit für uns. Uns ein wenig weiter auszubreiten. Ja, den Satz habe ich jetzt eine ganze Weile lang nicht beendet, aber ich habe es trotzdem noch gemacht. So, König von Schottland. Moin. Frieden anbieten, Forderungen erzwingen, wundervoll, Truppen auflösen, Gebiete vergeben. Und dann kriegst du das hier. Sehr schön. Moin. Gib mal dein Gebiet her. Ah, und der Herzog ist auch gestorben hier. Perfekt. Ach, doch nicht. Ich dachte, er wäre gestorben. Schade. Hab ich mich leider geirrt. Unser Typ sollte mal sterben. Das erste Mal, dass ich möchte, dass mein Herrscher stirbt, weil ich möchte möglichst viel Zeit noch haben, um meinen Nachfolger vorzubereiten. Ah, der ist schon 42. Okay, wir werden ziemliche Probleme haben, denke ich mal. Töten mal seinen zweiten Sohn. Mit der nicht die Erbfolgeteilung, die Erbteilung auslöst. Sehr schön, okay. Da lassen wir das ganze Spiel ein bisschen weiterlaufen. Gibt gerade nicht so viel zu tun. Ich möchte eigentlich wirklich die ganzen Eroberungen. Irland biegt sich immer mehr hier. Das sieht ja echt herrlich aus. Ja, die ganzen Eroberungen, die wir machen könnten. Wow. Wow. Bin beeindruckt. Wales. Wo hast du die ganzen Truppen her? Meine Herren. Naja, soll uns nicht weiter kümmern. Eroberung ist Eroberung.
und Opfer ist Opfer. Ein lokaler Würdenträger erstattet euch in Begleitung seiner ebenso hübschen wie jungen Ehefrau einen Besuch ab. Der Schmuck, den sie trägt, wird außerordentlich kostbar, ganz so, als handelt es sich dabei um ein unzahlbares Erbstück. Gelangweilt vom Geschwafel des Herzogs, überlegt ihr, fällt euch ein, dass dies eine wundervolle Möglichkeit wäre, eure Intrigenfähigkeit vorzubilden, was hier eure Ambition ist, wie euch zufälligerweise in diesem Moment einfällt. Die Kette soll mein sein. Bei Einbruch der Nacht schleicht ihr ins Gästezimmer und streift der schlafenden Gemahlin eures Gastes vorsichtig die Kette vom Hals. Sie bewegt sich ein wenig, schläft dann aber weiter. Die Halskette entpuppt sich als wertloser Tand. Viel interessanter aber ist, dass ihr den Raub noch irgendjemand anderem in die Schuhe schieben müsst. Nur wem? Magda, der überwichtigen Frau des Köchin, des Kochs oder Meldrick im örtlichen Dunkkutscher und Tagelöhner. Magda. In einer Heimlichkeit platziert ihr die Kette in der Küche, dort, wo die Köchin sie sicherlich entdecken wird. Vielleicht denkt die arme Frau ja tatsächlich, die Kette sei ein Geschenk ihres Mannes oder eine besonders eifrige Fee. Anschließend zieht ihr euch in euer Gemach zurück und wartet bis zum nächsten Morgen. Dem lauten Heulen, das aus dem Gästezimmer schallt, entnehmt ihr, dass euer kleiner Diebstahl nicht unentdeckt geblieben ist. Der Abgesandte ist außer sich, seine Frau untröstlich und ihre beiden Entsetzen über den Verlust der Kette scheinen grenzenlos. Magda, noch etwas Suppe bitte. Die Frau des Kochs serviert gerade die Suppe, als euer Gast ein weiteres Mal die Geschichte der Halskette und wie sie von Generation zu Generation weitergegeben wurde, erzählt. Da ertümpelt sich ein schriller Schrei von der Seite seiner Gemahlin und mit zitternder Hand zeigt sie auf Magdas Hals, die Kette um ihren Hals trägt. Wachen ergreift sie. Schon bald nach der Rückgabe der Halskette verabschieden sich die Würdenträger und seine Gemahlin. Die Frau des Kochs steht einen kurzen Verbleib im Verlies bevor, doch dies ist ein geringer Preis im Vergleich zu den Erkenntnissen, die ihr aus dieser Episode mitgenommen habt. Erhalten drei Intrige und die möglicherweise die Eigenschaft hinterlistig, und da haben wir sie auch. Und wir haben unsere Intrigenfähigkeit verbessert, sehr schön. Gehen jetzt auf Diplomatie. Oh Gott, unser Nachfolger ist ein einziger Haufen Scheiße. Wie immer. Wir sollten unsere Nachfolge vielleicht auf eine Flanke setzen, damit er schon mal ein bisschen Kriegskunst lernt. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so blöd. Okay, setzen wir ihn auf diese Flanke. Wo bist du, Nachfolger? Cool. Okay, ich kann unsere Nachfolger nicht einsetzen. Kann ich überhaupt irgendwas mit unserem Nachfolger machen? Scheint irgendwie nicht so zu sein. Na gut, Hallöchen. Danke für das Geld. Dann hätten wir wieder ein bisschen Technologie. Können wir irgendwas verbessern? Ja, unsere leichte Infanterie würde ich gerne besser machen. Und die Kavallerie, komm. Haben wir die auch noch ein bisschen hoch. Und danach gehen wir auf die Handelspraktiken. Einfach, weil wir es können. Oh! Ingfried lernt nun langsam sprechen. Treuherzig, Stotterer 10%. Vertrauensvoll. Naja, immerhin nicht Stotter. Immerhin nicht Stotterer geworden. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Verliert die Eigenschaft gemäßigt. Ja, sag mal. Super. Toll. Jetzt haben wir eine Verwaltung weniger, können ein Gebiet weniger halten. So, oh, da hat sich ja schon ein ziemlich großes Heer hier gesammelt. 500 Mann, oh mein Gott, da haben wir überhaupt keine Chance mehr gegen. Ja, oder? Moment. So, komm schon. Belager zu Ende. Dann vernichten wir mal die Truppen hier. Sehr gut. Und dann werden die Truppen hier getötet.
Hey, sehr schön. Wir haben einen Bischof getötet. Ich will die eigentlich alle gefangen nehmen, damit wir ganz viel Geld rauspressen können. Aber okay. Fein. Fein, fein, fein. Haben wir immer wieder... Ja, gut gemacht hier. Ah, sehr schön. Wir haben auch demnächst unser Waffenstillstand mit diesem Typen. Ihr habt einige Tage voller Staunen über Büchern gesessen, die vom Leben und den Gebräuchen der benachbarten Völker handeln. Auch wenn euch vieles von dem, was ihr las, etwas suspekt ist, so habt ihr doch ein besseres Gefühl für den Umgang mit Fremden erlangt. Wie einfach wären die Dinge, wenn jeder nordisch wäre. Ja, das stimmt sogar. Das wäre echt praktisch. So, und dann besiegen wir nochmal eine walisische Armee hier. Oh! Als der Feind in der Schlacht herankommt, beginnt unkontrolliert Rage über euch in euch heranzuwachsen. Blindwütig beißt ihr auf die Kanten eures Schildes und versucht zu unterdrücken. Zitternd vor Wut erhebt ihr schließlich eure Langaxt und stürmt heulend in die feindlichen Linien. Viele der Feiglinge flehen bei eurem bloßen Anblick, doch eure Axt kennt keine Gnade für sie. Muss mehr töten. König Eva der Rückgratlose erhält die Eigenschaft Berserker. Oh, krasses Ding. Kriegst du uns 4 Diplomatie minus 2. Na herrlich. Ah, Frieden wisst ihr. Na gerne doch. So, wieder verteilen. Und die haben mir aufgelöst. Wundervoll. Oh, seht euch dieses herrliche Irland an. Oh, es ist wundervoll. Es glorioso. Es glorioso. Oh, scheiße, mein Körper mag saft und kraftlos sein, aber mein Geist ist so gesund wie eh und je. Wer seid ihr? Oh, natürlich. Wir erhalten die Eigenschaft gebrechlich. Minus 3 von allem. Fruchtbarkeit wie noch. Du Scheiße, ey. Das kann ich jetzt so gar nicht gebrauchen gerade. Minus, null Diplomatie. Wow. Warte mal, ich alleine habe 148... Haben die irgendwie nicht mitgekriegt, dass ich Leute einladen möchte, automatisch? In die Verschwörung? Okay, dann muss ich das jetzt automatisch machen. Also manuell meine ich. Was? Was? Scheiße, ich hab mich verklickt. Ich wollte die nicht töten. Aha. Kacke. Schade, ich hätte gehofft, ich würde jetzt sterben wenigstens, aber okay. Nein, ich wollte dich einfach einladen zur Verschwörungsunterstützung. Daha. Falscher Button. Verdammter Mist. Ach komm, es gab meinen Namenpreis. Und schon wieder. Herrlich. Jetzt schmeißen wir uns hier gegenseitig irgendwelche Mordkomplexe um die Ohren. Ist das nicht wundervoll? Ach komm schon, das hatten wir doch gerade eben erst, oder nicht? Sehr gut, okay. Jetzt haben natürlich meine Vasallen ein paar Probleme mit mir. Ach, der Jorvik-Fuzzi, ja. Wenn du ein Problem mit mir hast, das kann ich mir schon denken. Aber guck mal hier. Gold. Schön, oder? Gegen dich wir auch nochmal Krieg und wir erobern jetzt Middlesex. Ah, und wir verlieren die Eigenschaft Berserker, okay. Gerade erst bekommen und jetzt schon verlieren wir sie wieder. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir nicht genug Kriegskunst haben oder so. Wer weiß. Oder einfach, dass wir gebrechlich sind. Ah, oh.
Mensch. Ist da jemand gestorben? Haben wir eigentlich Magda in unserem Kerker? Nee. Okay, ist wahrscheinlich schon wieder draußen. Die übergewichtige Frau des Koches. Ja, wir verkaufen nochmal unsere ganzen Gefangenen, die wir hier drin haben. Gefangene zu verkaufen? Wer will noch nicht? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Ich krieg das nie hin, das richtig zu sagen. Money, money, money. Dankeschön. Danke, 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 danke für das ganze Geld. Oh. Katholischer Aufstand mal wieder. Super, mitten im Krieg. Jetzt müssen wir das hier hinten schnell hinter uns bringen. Noch ein Sohn. Ja, was denn noch? Auch noch zwei eckige Zwillinge. Na, super. So, vernichten wir mal die feindliche Armee hier. Mal wieder ein Bischof getötet. Perfekt. irgendjemand anderes will mein Marschall werden. Marschall werden, was auch immer. Meinetwegen, neuer Agentenführer. Was? Wie schnell belagern die ihn da hinten? Ah, dieser dämliche Aufstand, ey. Kotzt mich das gerade an. Sehr schön, du nimmst meinen Frieden, willst Frieden, das ist perfekt. Oh, der hätte mich jetzt nämlich richtig in Bredouille bringen können, dem einfach lange Zeit gewartet hätte, bis er mir Frieden anbietet. Aber da hat er natürlich nicht dran gedacht, so. Ja, wir verlieren da ein paar Belagerungen, aber unser Reich ist einfach viel zu groß, um da irgendwie sich von beeinflussen zu lassen. Einer Großregent der Republik Connacht. Sag mal, Großrepublik Connacht. Hast du immer noch keine Handelsposten? Was ist das denn mit dir? Guck mal, ich schick dir jetzt einfach mal ein bisschen Geld. Vielleicht kannst du mit dem Geld ja dann endlich mal einen Handelsposten bauen. Mano. Perfekt. Damit haben die Rebellen quasi verloren. Also was heißt quasi, sie haben verloren. Hey, sehr schön. Wir erhalten verbesserte Kampf auf flachem Gelände. Das ist perfekt jetzt hier in Irland vor allem. Schade eigentlich, dass unser Herrscher nicht mehr so lange Zeit machen wird. Ich meine, ich warte eigentlich jeden Moment auf seinen Tod. Warum wird er nicht sterben? Warum muss es so ein Herrscher sein, der einfach ewig lebt? Bam. Oh, unser Irland sieht einfach herrlich aus. Ich liebe es. Leute, ich liebe es. Ich weiß nicht, ob wir bei Irland bleiben oder ob wir es zu Schottland ändern. Eigentlich hätte ich schon Bock, mit Schottland die Welt zu erobern. Müssen uns überlegen. Nordisches Irland, nordische Schotten. Mal gucken. Ich meine, früher oder später werden wir einfach sowieso das nordische Britannien werden.
Auch wenn ich da wirklich überlege, weil eigentlich habe ich dann Bock, diesen Spielstand in EU4 zu übernehmen. Und dann würde ich dann als. Großbritannien rumlaufen. Und wer will schon als Großbritannien rumlaufen? Naja, das überlegen wir uns noch. Mensch, Jylland, was machst du denn hier, ey? So. Habe ich jetzt eigentlich noch Waffenstillstände mit Schottland? Ja, aber mit dem anderen Typen nicht mehr. Sehr gut. Und wir können einen Blot abhalten. Aber eigentlich will ich das nicht. Ich will, dass unser verdammter Herrscher stirbt. Naja, erklären wir dir nochmal den Krieg, die Eroberung von Carrick. Dann haben wir das hier schon mal alles hinter uns gelassen. Wow. So langsam muss ich echt aufpassen mit den Truppen. Das ist ja kaum noch was waren. Es ist wirklich nur noch Gefolge, ja. Jetzt ist es nur noch Gefolge. Ja, gerade so, dass wir 1005 Mann hatten. Das waren noch 5 Mann übrig. Jetzt existiert nur noch mein Gefolge. Aber okay. Was, König? Ich habe die Grafschaft von Sarah und von Sola von Sterwin geerbt. Ey, guckt euch unsere Kinder an. Das ist schrecklich, was die alles erben werden. Oh Mann, und das sind alles Anspruchhaber. Wir werden alle Ansprüche auf unsere Titel haben. Alle! Uns steht eine echt tolle Zeit bevor, Leute. Eine richtig geile Zeit. Das wird eine geile Zeit. Und wir sind bereit. Der Aufstieg der Shia. Die Spaltung im Herzen des Islam geht zurück auf seine frühen Anfänge. Der Großteil der Sunniten verfolgte lange die Anhänger von Ali, die Shia, und zwang sie in den Untergrund. Die Partisanen von Ali hofften auf Führung durch seine Nachfahren, doch diese waren gezwungen, ihre Verwandtschaft geheim zu halten. Nun aber mobilisieren die Shia ihre Kräfte und folgen einem Jungen, den sie als Alis rechtmäßigen Erben und Imam ansehen. Andere islamische Juristen sagen, dass der Junge eindeutig im Betrug ist, doch seine Anhänger ist er derjenige, auf den sie gewartet haben, und sie versammeln sich unter seinem Banner. Ha, die Narren kämpfen gegeneinander. Sehr schön, das heißt, demnächst wird hier wahrscheinlich das Shia-Kalifat entstehen. Hoffen wir es zumindest mal. Ah, unser Waffenstillstand in Schottland läuft auch bald aus. Wundervoll. Ja, jetzt haben wir endlich mal ein zusammenhängendes Reich, sogar hier unten. Kann man schon als zusammenhängend bezeichnen, ja. Einzig und allein unsere Hauptstadt. Die ist komplett isoliert, deswegen müssen wir uns mit dem nächsten Krieg Moray holen. Damit tun wir den Schott sogar einen Gefallen, indem wir ihren stärksten Vasallen töten. Also, beziehungsweise schwächer machen. Ich weiß, ich bin sehr nett. So, perfekt. Bob. Nimmst du Frieden an. Machst du, bleibt dir nichts anderes übrig. Und damit haben wir wieder ein weiteres Gebiet erobert. Und ich hoffe mal, dass der Part euch soweit gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder Krieg gegen Schottland führen und unser Herrscher endlich stirbt. Hoffentlich. Wenn der Typ tot ist, dann können wir uns endlich dran machen, hier alles zu erobern. Auch wenn der dann wahrscheinlich schon 50 ist und sowieso auch bald sterben wird. Och Leute, ey. Und selbst der Typ ist bald, hat's bald hinter sich gebracht. Och Gottchen. Na gut, okay. Also, ich hoffe, dieser Part hat euch so gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.